Ich hatte eine relativ normale Kindheit. Schnell, wir haben nicht viel Zeit. Und Eltern, die es kaum erwarten konnten, bis sie mich aus dem Haus hatten. Du bist zu etwas Höherem berufen. Das waren große Erwartungen für jemanden, der gerade 8 Tage alt war. Zufällig hatte im Glaubpunkt-Quadranten noch eine Familie eine ganz ähnliche Idee. Das war der Tag, an dem ich Herrn Saubermann kennenlernte. Und damit die Geburtsstunde unserer glorreichen Rivalität. Unsere Kämpfe wurden schnell sehr trickreich. Jetzt bist du in meine Falle getappt. Gerechtigkeit kennt keine Fallen. Manche gewann er, andere hätte ich fast gewonnen. Er nannte sich Metro Man. Meine Namenswahl fiel etwas bescheidener aus. Megamind. Der blendend aussehende Meister der Gemeinheit. Diesen Dezember. Keiner rührt sich. Alle die Hände hoch. Yeah, Metro City. Normalbürger. Wird die Schlacht zwischen Gut und Böse. Megamind. Zum absoluten Megaspaß. Das sind die letzten Worte von Roxanne Ritchie. Keine Panik, Roxy. Ich bin nicht in Panik. Bin schon unterwegs. Oh, ich kipp vor lauter Angst gleich aus meinen Babyrobben verlatscht. Deine Pläne funktionieren nie. Du bist so berechenbar. Du nennst das berechenbar? Krokodile, ja. Hatte mir auf der Herfahrt schon sowas gedacht. Bumm, ins Gesicht. Lächerlich. Furchteinflößend. Kenn ich. Achtung, jetzt aber. Kindisch. Und was dann hinterherkommt. Billig. Die Spinne ist neu. Spinne? Ja, die Spie-Doppel-N-E. Selbst der winzigste Biss, der Araneus Toticus, ruft sofort die Gelähmung. Au! Nehmen Sie weg! DreamWorks Megamind. Auch in 3D. Ab 2. Dezember im Kino.